endlich ging es für uns heute zu einem Lost Place. Und diesmal ging es zu einem Ort, an dem sich Menschen eigentlich erholen sollten. Doch mittlerweile steht diese Anlage seit über 20 Jahren leer und wurde Opfer von schwerwiegendem Vandalismus und sogar Brandstiftung. Und wir sind hingefahren, um uns dieses beeindruckende Bauwerk und dieses komplette Konstrukt drumherum anzusehen. Viel Spaß. So, und damit ein, Gude. Wir sind mal wieder auf Lost Place Tour. Naja, was heißt mal wieder? Ist schon ein Weilchen her. Der Eingang ist schon mal geöffnet, das ist schon mal sehr gut. Und ja, wir sind jetzt in so einem ehemaligen Krankenhauskomplex gleich unterwegs. Der Weg hierher war schon mal sehr spannend, also... Das hier soll wohl die offizielle Zufahrt gewesen sein. Auch da hinten, da wo dieser Schotterweg da ist, das soll alles diese Auffahrt hier gewesen sein, angeblich. Deswegen. Nicht wundern, das Video wird jetzt in 3 Kameras aufgenommen, deswegen ab und zu kann die Qualität etwas anders sein. Gut, na dann. Wollen wir mal. So, hier wird wohl der Hauptkomplex gewesen sein. Jetzt wurde schon der Dach, ich glaube, abgebrannt, aber auch mit Eiszapfen, das ist auch geil. Ansonsten war das hier wohl dieser Willkommensbereich oder so? Keine Ahnung. Eigentlich wie in den meisten Lost Places, man hat eigentlich keine Ahnung. So, wir haben es ungefähr -6 Grad. Das sieht man auch hier nochmal. Richtige Eiszapfen, die hier runterhängen. Das ist schon der Hammer, ey. Und auch hier, ne? Das ist der komplette Dachstuhl. Das ist alles verbrannt hier. Das ist alles schwarz. Das sieht man so schlecht auf dem Video. Das ist alles verbrannt. Jetzt gehen wir hier durch. Das so gewesen sein. Von den ersten Gedanken der Tür her, könnte das so Speisebereich gewesen sein oder so? Wie geht's da rein hier? Ja doch, da war Küche gewesen hier. Kiesklößchen. Himbeermilchmix. Falls man mal ein richtig geiles Rezept braucht, kann man gerne einen Screenshot von machen. Kann man sich mal machen. Bestimmt ganz cool. Milchmix. Erstmal alles nachkochen natürlich. Ja, kochen das auch noch. Kann doch sein, dass so ein Gemeinschaftsding gewesen ist oder so. Keine Ahnung. Ja, hier ist Büro des Küchenchefs. Alles zersplittert. So, kommen wir in den nächsten Bereich rein.
so die ersten Wohnteile hier gewesen sein oder sowas. Ah, das ist nochmal ein Treppchen hier. Wobei, das ist etwas zu klein alles. Vielleicht Büros oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten. Hier werden aber die ersten Zimmer so sein. Da so, ja, Bad. Also hygienetechnisch. So Duschen, sowas war bestimmt so Gemeinschaftsräume oder so. Oder halt, wenn dann die Pflegerinnen gekommen sind. Ja, vielleicht finden wir auch noch ein anderes. Ein größeres Zimmer oder so, wer weiß. Das sind natürlich dieselben Fluren. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter hoch. Denn da hatten wir so ein Vögel gezitschert, da gibt es noch einen Dachschuss. Aber man merkt, es ist noch sehr gut isoliert. Der Klang ist gleich ein ganz anderer. Ja. Heizkosten nicht mal gezahlt oder so. Weiß Gott. Ich habe auch gehört, ich habe irgendwie die Schritte gehört. Entweder ist irgendjemand auf dem Flug. Ich war der Meinung, ich hätte es deutlich besser. Tja. Gute Frage, nächste Frage. So. Ich fange es hier noch ein bisschen durch. Jetzt los. Jetzt Lappen hier. Naja, eher kaputte Türen. Uff. Alles im Arsch. Ja. Da, die Milliarden für den Umzug, kein Geld für die Gesundheit. Geld schützt nicht vor Krankheit. Nicht direkt, aber es hilft. Sagen wir es mal so. Genau. Ich weiß, wie es gemeint ist. Was? Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich gehe auf der Pappe drauf. Da sind doch noch Familien neu. Hier die Plastikruhe. Ja, das sieht man nicht mit den Boden, wundert mich. Ich habe ja den ganzen Stapel Zeitungen hier und so was. Ist mir eigentlich gerade aufgefallen. Und wann sind denn die? 1.6.79. Nicht schlecht. 20. Juli 84. Münchner Medizinische Woche. Okay. Ups, das müssen wir blurren. Da steht eine Adresse drauf. Hier. Aber schön, ne? Monitor not included. Super. Oh. Der 386er. Ach du Scheiße. Das muss ja Anfang 90er oder sowas gewesen sind. Tja. Da so ein Treppchen hoch. Ach, ist der Fahrstuhl gewesen. Ist der Fahrstuhl eigentlich? Da kann ich gucken. Und dann geht's. Oh, hier. Und hier wahrscheinlich schlecht der Motor gewesen. Ja. Den sie schon entfernt geklaut haben. Cool. Mega. Herzlichen Dank.
verbliebenes Türschild ist noch da. 1538 liegt sie hin. Das sind auch keine großen Kabinen. War alles so. So einzeln. Heute sag ich mal. Eieieiei. Naja, da weißt du ja schon, wie es in der Therapiegruppe so abging. Wenn du Corona-Kästen und Kartons rumfliegen. Oje, oje. Na gut, muss man sich heutzutage auch noch Schub trinken. Aber so ist ja schon eigentlich ein echt hübscher Raum eigentlich. Also den kannst du bestimmt richtig schön einrichten. Ich muss mal ein Foto machen hier für die Urlaubsfahrer. Das hat doch auch was. Für Urlaubsfahrer, die ist? Ja. Auf alle Fälle. Nee, noch nicht. Aber du musst das mal realisieren. Da waren wir noch nicht drin und da hinten geht es ja noch weiter. Die gehören ja alle noch mit dazu. Ja. Hört ein langes Video. Und? Den Chef brauchen wir noch nicht. Das ist ein Stichwort. Ich glaube, die Hausmeister. Egal wie die Kamera hält. Wenn du runterfilmen willst, ist das wohl. Ist ja auch Sinn und Zweck eines Windels. Im hinteren Bereich, da hinten ist wieder dieser. Was ist da durch? Hier ist auch alles abgebrannt. Das ist wie dieses Hotel, in dem wir mal gewesen sind. Auch alles schwarz oben. Alter Schwede. Hier war bestimmt Büro, Verwaltung, sonst irgendwas. Ja, shit. Ja, jetzt ganz unten am Erdbeschuss, wo diese alles runtergekommen. Alles. Alter. Das ist ein Blick da nach oben. Ja, ja. Dann sind wir mit dem ersten Gebäude gleich durch. Und der erste Akku ist auch fast durch. So, hier unten soll wohl noch der Fahrstuhl sein. EKG, Blutdruck, Lungenfunktion, Röntgen. Ah. Oh, ein Aufzug, ne? Jo. Hat schon noch was. Besuchen Sie unser Café. Ja. Fragen Sie, wo ist das Café? Und da hinten sind noch so ewig lange dunkle Flure. Uiuiui. Jo, dann sind wir durch mit dem ersten hier. So, auf dem Weg zum nächsten Gebäude haben wir wohl die richtige Einfahrt gefunden. Und zwar ist sie nämlich hier. Da hinten war noch so ein Straßenschild gewesen, da war aber auch schon alles weggerissen. Es gab wohl mehrere Zufahrten. Aber das hier war dann wohl der offizielle Weg. Jetzt sind wir beim nächsten Gebäude angekommen, was wohl, zumindest gehe ich mal von diesem Gitter, was da hinten ist, aus, ein Pool gewesen ist. So eine Schwimmhalle. Auch noch so ein paar Anlagen. Da sind zumindest noch Stühle drin. Da hinten waren auch noch Stühle drin. Und der Bade ist auch ein Stuhl.
So ein Rindelkälter. Ich glaube auch. Ich glaube, das wird alles so dermaßen zertrümmern sein. Uiuiui. Das ist hier der Durchgang gewesen. Da wird... Echt? Ja, wieder mal gucken. Schauen wir so eine Dämmdinger hier. Ja. Als wenn sie hier irgendjemand eingesperrt haben und der konnte dann rumschreien und dann hat gehört. Also, ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist ein Graffiti. Was? Ja, das ist nett. Stinkt quasi noch nach Heizöl hier unten. Uiuiuiui. Oh Gott. So. Eine Treppe nach oben. Wir kommen doch noch hoch. Eieiei. Ich muss mal sagen, wir gehen gleich ganz hoch. Warum? Alles zerlegt? Das machen wir dann nicht hoch bei dem anderen. Achso. Das machen wir gleich ganz hoch. Wir gehen erstmal nach Jans oben. Jo. Hat schon was. Aber hier rum. Ich muss sagen, wie über diese Prospekte rum. Es gibt viele Chancen in der Tumorbehandlung. Eine davon heißt Hyperthermie. Wenn sich da irgendeiner auskennt, kann er gerne mal reinschreiben, ob das heute noch so aktuell ist. Keine Ahnung. Tja. Das war so. Mehr ist hier nicht. So, endlich ist mein Zimmer bezugsfertig. Ein Klo sogar noch mit dabei, wie schön. Ja, aber ach, Dusche wird überbewertet. Ah, mit extra Knusprigen. Wie schön. Alter Schwede, ey. Sieht ja aus hier. Ja, ich hab sogar einen Nachbar. Hallöchen. Ei, Gude. Sind Sie auch gerade eingezogen? Ja, aber ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Zimmer. Wie? Weil erstens mal fehlt ein Bett und ich glaube, das Kackhaus ist auch kaputt. Oh nee, also ein Kackhaus habe ich noch da. Für den Fall, falls Sie müssen, können Sie vorbeikommen. Ja, aber Sie können ja mal meins angucken. Echt? Das ist schon echt mies. Ich meine, ich habe auch kein Bett, aber ein Kackhaus habe ich. Echt? Ja. Also Duschwanne haben Sie auch noch nicht richtig eingebaut. Nee, die habe ich auch nicht. Ich habe nur ein Kackhaus. Akku Nummer 2 ist jetzt drin. Und ja, aber das haben die ja alles auseinander genommen, ey. Ich weiß halt nicht, was da immer mit den Menschen abgeht, warum man alles zerdeppern muss wie ein Bekloppter. Schließlich ist es nämlich dein Eigentum, weißt du? Nur weil es verlassen ist, heißt noch lange nicht, dass du jetzt hier alles auseinandernehmen kannst. So sieht das Ding von außen aus. Jetzt in der nächsten Gebäude. So, wir gehen auch wieder erstmal nach ganz oben. Gottes Willen, ey. So, das ist so eine super Treppe hier. Weder die Länder noch Fenster noch gar nichts. Also, wenn du hier echt falsch auftreten tust, hast du richtig die Arschkarte. Hier ist gar nichts mehr. Also, so. Geh jetzt nicht weiter hoch. Das wird gerissen. Scheiße. Hallo? Ja? Ich hätte gerne eine schicke dicke Maschala. Und mal gucken, wo der Fahrstuhl ist. Ah. Da ist der Fahrstuhl. Ja, jetzt haben wir das Klo hier. Aber ein Kron steht hier.
Einsam und allein steht hier ein Chromi. Okay, doch nicht. Jetzt im Browser. Aber auch hier wieder dasselbe Bild. Wie in den anderen Etagen auch schon. Es ist alles Sally schon. Aber hier haben wir doch zumindest ein halbwegs gescheites Treppenhaus. Also, ja. Allerdings, wie kommt man ins Dachgeschoss? Gute Frage, ne? Vielleicht ging das ja nur per Aufzug. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, ich weiß wie. Hier gab es so eine Klappe so zum Runterziehen, weißt du? Oh nein. Da kommen wir nicht hoch. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann ja die Drohne mal hoch. Nee. Weißt du, jedes dritte Haus hier hat eine Treppe hoch gehabt, bis ins Dachgeschoss. Das hier nicht. Auf den anderen Etagen sah es nicht besser aus. Alles war komplett hinüber. Und auch in so einem kleinen Schuppen direkt neben dem Gebäude war alles komplett zerstört. Dementsprechend haben wir uns langsam auf dem Weg wieder Richtung Heimat gemacht. Nee, in dem Sinne, ja, war es das auch schon mit dem Lost Place. Total abgeranztes Teil, aber. Was willst du machen? Interessant war es trotzdem. Ja, irgendwo. Ein bisschen mehr hätte schon auch sein können, aber es ist wirklich schon seit 25 Jahren dicht ist. Da bleibt halt nicht mehr viel übrig, ne? So ist das halt. Nee, leider nicht. Ja. Nun denn, in dem Sinne, macht's da gut, guckt noch ein paar andere Videos und dann sehen wir uns die Tage, Wochen, Monate irgendwann wieder. Bis zur nächsten Lost Place in 1000 Jahren. Auf alle Fälle. Wir haben einen ganz strikten Zeitplan. Genau. Ciao. Tschüss. Thank you.